And as I remember the story you're telling me many years ago, this came about because, first of all, playing with your thumb rather than a pick was quieter. Yeah. Heute ist Dienstag, der 19.04.2016 und wir gehen jetzt zum Strand. Ich bin mutig, ich nehme nur eine Batterie mit, also die drin ist. Ich nehme keine Batterie mit, so ist richtig. Und die Batterie vom Mikro ist fast leer, es leuchtet in Rot, also könnte sein, dass ich irgendwann auch keinen Ton mehr habe. Dann ist es halt so, ne? Ich habe jetzt keine Lust, irgendwie mehr zu schleppen. Und ab und zu kann man auch mal mutig sein. Fokus nicht eingestellt, bevor ich los bin, oder? Jetzt waren alle Aufnahmen unscharf, tut mir leid. Habe ich vergessen. Vielleicht, weil ich so früh aufgestanden bin. Ne, ich bin heute schon um 5 aufgestanden. Also normalerweise wäre ich so zwischen 6 und 7 wach von alleine. Heute habe ich mir einen Wecker gestellt zu 5, weil ich, ich versuche ja schon seit gefühlten 3 Jahren den perfekten Workflow für mich zu finden und damit ich mehr Zeit habe für alles. Und da ich morgens produktiver bin, bist du da, ja? Komm, wir setzen uns hier hin. Ja, und da ich morgens produktiver bin, versuche ich ja immer noch so früh wie möglich aufzustehen. Ist Quatsch, weil wie gesagt, ich werde zwischen 6 und 7 wach. Aber ich versuche gleich aus dem Bett raus und loszulegen. Jedenfalls habe ich mir gedacht, probierst du mal irgendwie deinen Rhythmus zu ändern, die Zeit besser zu nutzen oder so. Und deswegen habe ich mir einen Wecker zu 5 gestellt. Ja, mal sehen, wie es mir heute Abend geht. Ich will auf jeden Fall früher ins Bett dafür. Ich halte Schlafen zwar für Zeitverschwendung, habe ich ja schon oft gesagt. Aber ohne geht es ja nun mal auch nicht. Normalerweise bin ich immer so gegen 2 ins Bett und dann werde ich zwischen 6 und 7 wach. Also 4 Stunden reichen mir. Also versuche ich jetzt mal 1 oder vielleicht sogar schon um 12 ins Bett zu gehen und dann lieber dafür früh aufzustehen. Das heißt auch, dass ich meine Videos morgens schneiden werde. Ich glaube, das klappt besser, weil ich morgens schneller bin. Abends habe ich zwar geschnitten, aber das war immer so, man hing schon so ein bisschen durch und man ließ sich immer wieder ablenken und naja, das war irgendwie nicht so der Bringer. Und deswegen probiere ich das jetzt mal so. Wie gesagt, mal sehen, wie es mir heute Abend geht und ob ich dann das dann auch die nächsten Tage irgendwie so beibehalten kann. Mal sehen. Heute Morgen bin ich zwar um 5 aufgewacht oder durch den Wecker geweckt worden. Bin aber erst um 5:30 oder so aufgestanden, wirklich. Davor habe ich irgendwie im Bett gelegen und habe auf dem Handy alle sozialen Netzwerke abgecheckt. So, Zeit für ein Timelapse, ich spiele mit dem Hund. Wherever in a town where Wes Montgomery is playing, go and watch him. Notice the key word was watch. Go and watch him and then come back and show me how he does that. Überhaupt nichts los am Strand. 2 Personen sind da hinten gerade gegangen, aber das war's. Ansonsten bin ich völlig allein am Strand. Was ist hier los? Ich meine, gestern war das Wetter nicht so. Morgens ging es ja noch, aber dann wurde es relativ frisch und zog sich zu. Krass, heute ist überhaupt nichts los am Strand. Mann.
Wahnsinn. Da hinten kommen noch mal zwei. Krass. Wissen, was das war. Ein totes Tier oder wie sieht das aus? Einmal nicht in den Schaut, sühlt sich der Hund irgendwo drin und natürlich war das irgendwas stinkendes, ekliges. Woanders sühlen sich Hunde ja nicht drin. Sieht aus, als wenn da Blut mit dran ist und so und ein totes Tier oder so. Wissen, was das war? Oh, guck ich, das stinkt. War das toter Fisch? Muss die nicht irgendwelchen Scheiß sühren? Weißt du so jeder, dass du hier der Boss bist? Sand im Auge gehabt, wa? Immer noch ein bisschen bestimmt. Naja. So, letzte Runde mit dem Hund erledigt. Ich muss gleich zur Arbeit. An sich scheint das frühe Aufstehen schon mal gut zu sein. Ja, ich war irgendwie schneller heute und produktiver. Ich bin nicht auf dem letzten Drücker hier irgendwie am Werkeln. Auf jeden Fall kommt mir das Videoschneiden morgens mehr zugute und so. Bevor ich jetzt aber gleich den Vlog beende. Oh Gott, jetzt fängst du auch schon an, Thiel. Also bevor ich das Vlog hier gleich beende, kurz paar Worte zu Snapchat. Schwer, aber ich bin irgendwie, ja, naja, enttäuscht ist Quatsch, weil ich habe nichts erwartet von Snapchat. Aber dieser ganze Hype darum, ja, ich frag mich immer mehr, warum überhaupt. So an sich ist Snapchat cool und eine nette App und man kann coole Sachen mitmachen, wenn man kreativ ist. Und ich weiß nicht, ob ich den falschen Leuten folge, aber was bei mir bei Snapchat ankommt, ist schrecklich. Um es mal so zu sagen. Da sind, also ich verallgemeiner jetzt sehr, und aber da sind Leute dabei, denen folge ich gerne. Da sind Leute dabei, denen folge ich, weil mich interessiert, was sie erzählen, was sie sagen, was sie denken, was sie machen. Da ist es auch egal, das musst du nicht unbedingt besonders kreativ sein. Aber was so von vielen Leuten kommt, die sich als besonders kreativ darstellen und als die großen Snapchatter darstellen oder wie auch immer, ist so Banane. Ist natürlich klar, warum sie erfolgreich sind, das Mainstream. Und wie Casey Neistat so schön sagte in dem Artikel in der Business Punk, wenn du erfolgreich sein willst, musst du Mainstream machen. Ich bleib da, ich guck mir die Snapchat-App weiterhin an und ich bin da ab und zu auch mal aktiv, aber also momentan bin ich wirklich, ja, doch enttäuscht. Aber nicht von den Snapchat, sondern von den Usern und den kreativen Leuten da. Wie auch immer. Muss man jetzt um die Zeit hier bohren? Wo ist das? Neu eingezogen ist keiner. Irgendwann muss man noch mal genug Löcher in der Wand haben. Wie auch immer. Ja, das war's für heute. Ich danke euch wie immer für eure Aufmerksamkeit und sage bis zum nächsten Video. Tschüss. Lass dich nicht nerven heute. Ich muss mir ernsthaft Gedanken machen über meine Vlogs.
Feedback hat nachgelassen, dass die Likes haben nachgelassen, die Abozahlen stagnieren. Ach, Mone? Ja. Mach die Kamera aus. Tschüss. Tschüss. Das kann nur daran liegen, wie ich meine Vlogs gestalte. Ich bin der Meinung, ich kann das. Und ich kann das auch nicht schlecht. Aber scheinbar habe ich in letzter Zeit das sehr schleifen lassen oder zu viel Routine reinbekommen. Keine Ahnung. Ich muss mir darüber Gedanken machen. Und jetzt kommt nicht und sagt, der macht dann nur wöchentlich einen Vlog oder so. Entweder daily oder gar nicht. Tschüss.